So, jetzt zeige ich euch die Retraktionsübung und die Extensionsübung aus dem McKenzie-Konzept. Die Retraktion dient erstmal ein, aus dieser Haltung halt rauszuholen, weil das macht am meisten Halsprobleme. Die Retraktion ist halt folgendes: Kinnbewegung geht nach hinten. So, damit halt hier die Halswirbelsäule aufgerichtet wird und eine gute Drehachse auch gebildet wird. Wichtig bei dieser Retraktion ist halt, dass die Augen und die Nase immer auf der gleichen Ebene sind. Also nicht, dass ihr hochguckt oder über den Rollstuhl guckt. Das darf nicht sein. Das Kinn muss halt wie so eine Schublade nach hinten geführt werden. Von vorne sieht das halt so aus. Die Steigerung ist halt von der Seite. Wirklich hier schön gerade sitzen, aufgerichtet sitzen, aber nicht angespannt, sondern locker aufgerichtet und dann weit nach hinten, dass hier hinten das schön in Streckung kommt. Die Steigerung ist dann Retraktion und Extension. Retraktion, Extension. Retraktion hochkommen, hier halten die Retraktion zurück und dann in die Normalstellung, Ausgangsstellung halt wiederkommen. Mit etwas mehr Druck sieht das dann folgendermaßen aus. Das ist Retraktion und so ein bisschen schütteln. Und bei den Übungen, wie immer, gilt halt, der Schmerz darf nicht sich ausbreiten, in die Peripherie wandern, immer seine Zurwirbelsäule hinwandert, ist das immer als positives Zeichen zu bewerten. Sobald er sich ausbreitet, anfängt sich im Verlauf der Übung halt auszubreiten, dann ist die Übung, wie alle anderen, immer nicht angemessen. Dann abbrechen. Solange halt der Schmerz allerdings zur Wirbelsäule hinwandert, darf es durchaus an der Wirbelsäule etwas mehr wehtun. Das macht nichts. Da muss bloß halt aus der Peripherie verschwinden, der Schmerz. Das ist viel wichtiger. Gut, so viel dazu.